Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed 2. Es geht hier weiter mit Ezio Auditore. Letzte Folge den König war das, ne? König, Prinzen da gerade. Oh, das ist ein Geldgeber. Moneten! Hier. Ja, genau. Der, genau den meinte ich. Ich hab zu... Ruhe. So, das ist mal ein Einstieg, oder? Noch keine 10 Sekunden am Spielen und schon einen abgeschlacht. So. Mal eben den Aussichtspunkt da erreichen. Und dann gehen wir zur Quest. Auch ich! Boah, ich werde noch voll gesucht, ne? Mal Platz! Lass mal wieder reinkommen hier. Nicht der zurückhaltende Typ, wie? Dreieck. Dreieck vor allem! Gibt gar kein Dreieck hier auf dem Xbox-Controller. Für mich ist der Dreieck. Es gibt Dreieck. Ich hab nichts gesagt. Ist das der Turm? Ich glaube schon, ne? Oh, zack. Das ist er nicht. Zack. Keine Ahnung, wo hier die Schatztruhe. What the fuck? Buena Stasa. Muy bien. Alter, WTF. Okay, Ezio, Ezio, beruhige dich. Wir müssen nur lebend ankommen. Ah, Knie kaputt, aufgeschürft, gebrochen. Du wirst gleich mit Pfeilen gespickt, wenn du nicht drunter steigst. Hier. Hast du deinen Pfeil? Hui! Der landet da unten und der erste, was die schreit, ich bin zu jung zum Sterben! Damn, 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 damn! Das hat der richtig guten Flow, ey. Oh shit! So. Dann hätten wir das hier auch. Hat ja so viele Sachen auf der Karte, ne? Man blickt ja gar nicht mehr durch. Weil jeder Steckbrief auch angezeigt wird. So, die letzte Edge grabben. Meine diebischen Elster stehen auch hier. Ja, okay, Alter. Solange er nicht tot an dem Fenster der... Also, sorry oder so, Baumit, Alter. What the hell? Hast du gehört? Deine Waren. Die schmutzigen Finger. Komm her. Hm? Die schmutzigen Knie. Eins. Zwei. Oh, hier. Die Nummer drei. Achso, hier war schnell reisen. Leonardo, mein Freund. Ezio, Gott sei Dank, du bist wohl auf. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi, hast du Francesco deshalb verfolgt? Nicht nur. Ja, nun warum auch immer, die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Ah, noch eine Seite. Aha, ein ähnlicher Schlüssel wie beim letzten Mal. Das dauert nicht lange. Interessant. Oh. Ah ja, ich verstehe. Ein neuer Klingenentwurf, um Gift zu verabreichen. Kannst du sie bauen? Sieh, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. Tu einfach, was du tun musst. Fertig. Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Gift? Von einem Arzt? In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne, Ezio. Jederzeit.
So. Kann ich das hier auswählen? Ups. Da. Giftklinge. Oh, Entschuldigung. Ich habe sie nur angerampelt, aus Versehen. Wir müssen ja sehen, wie das wirkt, ne? Geht dir nicht gut? Was hat sie denn? Oh, wow, die Frau dreht völlig durch. Jemand sollte was tun. Jemand sollte ihr helfen. Das sieht nicht gut aus. Weiß einer, was hier passiert ist? Die tuckt noch. Oh. Gib mir dein Geld. Hier. Geld. Geld. Guck mal, wie die lacht sich auf ihrer Leiche da. Ja, ihr Herolde, ihr macht ja nicht genug Geld, ne? Dreckskirchen-Heinis. Mama? Mama? Sie ruft mich, ich muss los. What? Mama? Mama? Sie ruft mich, ich muss los. So, wo muss ich denn hin? Wieso wird meine Quest nicht angezeigt? Am I blind? Ich bin blind, oder? Das ist der Aussichtspunkt. Ich muss safe in eine andere Stadt. Es steht hier was, weiß ich. Nicht hier, sondern hier. Nee. 450 Meter, ich gehe einfach mal dahin. Mal sehen, was dort ist. Seid gewarnt! Hey, ich töte gar nicht. Ich töte. Okay, gut, die Frau, die habe ich jetzt gerade. Die war ein Versuchsobjekt. Die ist auch nicht tot, die ist nur eingeschränkt jetzt. Macht Platz. Ja, die hilft ja auch nicht. Ah! Das gibt Rückenschmerzen. Weg! Hier, mein Freund. Du gehst Platz machen. Oh, stehst mir weg. Eck der Diablo. Oh. Sorry, angerampelt. Warum müsst ihr euch so zum Narren was machen, holst du hier rum? Warum tut ihr das denn? Oh, ja. Yeah. Verrückte, alles Verrückte. Weg da. Aber Platz. Sorry, sorry. Hier. Ah! Wie fühlt sich das an, hä? Jetzt bekommt ihr es am eigenen Leib zu spüren. Will ich nichts zu tun haben. Der meinte Bauern, dass er am eigenen Leib. Ich hätte mal mit dem Besen rübergehauen, ey, Hilfe. Scheiße, wo muss ich denn hin? Ich bin jetzt hier an der Seite. Ich muss safe irgendwo. Aha. Na, Montegrini, okay. Frage ist, kann ich ja schnell reisen? War ich da schon mal? Ich weiß ja gar nicht. Ja, zur Villa, okay. Auf nach Hause. Vielleicht kann ich dann auch, da kann ich mein Geld einsammeln und neue Sachen bauen. Fällt mir gerade ein. Geld, Geld. Wir haben genug. Ein paar Codex-Seiten gesammelt. Lazza. Wir sind... Ja, vielleicht. Mal alles auffüllen hier. Meine Medizin war ja auch leer. Hilfe. Ist da was Neues, Schmied? Weg. Reparieren? Okay, ja, klar, warum nicht? Rüstung. Aha, Brustschutz. 10.000, Junge. Are you fucking crazy? Aber warte mal. 10 Attentat. Hallo, ich will mit dem labern.
Jetzt aber. Was hast denn du für Waffen? Offiziersschwert? Oh. Überleg, so einen dicken Hammer mitzunehmen. Wieso macht der kaum Schaden? Das macht überhaupt keinen Sinn. Obwohl das hier, glaube ich, das Bessere ist, ne? Florentisches Mal. Ich war mir sicher, dass ich habe, was ihr sucht. Was war es gleich? Du! Zeig ein bisschen Respekt, Idiota! Was für Respekt, Junge? Ich habe die ganze Stadt hier aufgebaut. Zeig du mal lieber Respekt. So, Christina. Der Heck, also. Sehr. Na? Salute, Claudia. An die Claudia. Willst du das Buch sehen? Ja. Eigentlich wollte ich das Geld nehmen. Vollendung 13%. Bis bald, Ezio. Auf bald, Claudia. 16.000, oha. Buongiorno. Buongiorno. Salute, Sir Ezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja. So, wir brauchen... Was brauchen wir denn? Nehmen wir erstmal hier die Diebesgilde mit rein, ne? Die können nämlich dann die Leute aus dem Bordell beklauen. Noch so ein Kreislauf. Ein Schneider nehme ich auch mit rein. Kann ich auch mal gebrauchen hier, dann kann ich mir neue Farben holen. Wie viel Geld habe ich denn verfügbar? Eine Bank. Eine Bank ist auch mal gut. Die Leute brauchen Moneten. Die müssen sich ihre Moneten irgendwo holen können. Noch eine Bank. Kein Geld. 9.000. Okay, 5.000. So, einen zweiten Arzt. Damit die ihren Syphilis überall heilen können. Und hier, der Kunsthändler hat auch eine Chance verdient. Auch wenn kein Mensch ihn haben wollte. Boah, mir fehlen 100, ey. Oder 50 sogar nur. Egal, das muss erstmal reichen. Der Montegrini-Werkstatt. Onkel. Ezio, haha. Komm rein, komm rein. Was bringt uns diese Ehre? Ich wurde von Il Magnifico aus Florenz geschickt, um mich um unerledigte Dinge zu kümmern. Ich suche nach Jacopo de Pazzi. Ha! Wer tut das nicht? Wir suchen schon seit Tagen. Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe. Eine Liste der Mitverschwörer. Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt. Exzellent. Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo... Dann sind sie auch leichter zu finden. Ich setze sofort meine Späher darauf an. Ich danke euch für die Hilfe, Onkel. Und ich habe noch etwas für euch. Weitere Codex-Seiten. Ah, mal sehen, was wir lernen können. Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis. Der Text, grob übersetzt, bedeutet, nur der Prophet kann sie öffnen. Außerdem gibt es Hinweise auf zwei Edensplitter. Aber die Seiten geben keine Antwort, Neffe. Jedenfalls nicht alleine. Du musst noch mehr finden. Dann müssen wir abwarten, Onkel. Ich habe eine Mission zu erledigen. Wie du willst. Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas beibringen. Triff mich auf dem Übungsfeld. Na gut, Ezio. Du beherrschst Konterangriffe. Aber was, wenn dein Gegner das auch kann? Normalerweise gebe ich ihnen keine Gelegenheit. Harte Worte bieten wenig Schutz gegen Templerstahl. Dann bitte, Maestro. Bringt mir bei, was ich tun muss. Ausweichen! Ausweichen! Figlio di Troia! Genieß die Fahrt. Komm schon, lag zu! Hey! Bene, bene! Jetzt noch einmal. Viel besser! Ein letztes Mal! Komm, schlag zu! Bravo! Ja. Ich wollte ihm gerade auf Schnauze hauen.
Ja. Oh, scheiße, falsch. So, hier, ja, mit den Waffen. Das möchte ich nochmal sehen. Oh, ich würde ihn abstechen. Das möchte ich nochmal sehen. Da liegt noch die Waffe am Boden, da. Schick. Hat sie einfach eine neue genommen. Das nimmt mein Geld, ey. Ja, damit, oh, zack, kriegt er eine Schnauze. Ach schon, schlag zu. Erstmal okay, Onkel beleidigen, so, ja, wenn du eigentlich sagst. Magnifico. Und wieder hast du meine Erwartungen erfüllt. Signore, wir haben Jacopos Männer gefunden und warten auf euren Angriffsbefehl. Sag den Männern, keiner rührt sich, bis sie mit Ezio gesprochen haben. Verstanden? So sei es. Geh, Ezio. Besuche meine Söldner im Hinterland. Schau, ob Jacopos Lakaien dich zu ihm führen. Aber sei vorsichtig. Sie erwarten dich sicher. Ich bin immer vorsichtig, Onkel. Aber jetzt will ich mal was wissen. What the fuck ist das? Ach, das ist bestimmt, das Templergrab, ne? Wo ich die Dinge einfügen kann. Nur 7 Seiten hier? Ich hätte dafür mehr gesammelt, oder nicht? Aha! Das meinte ich doch mit mehr. Ja, perfekt. 18 von 30. What the fuck is going on? Ich wollte drehen. Ach, so drehe ich, okay. Muss halt so wahrscheinlich. Hier so. So. Hier weiß ich noch nicht. Oder so wahrscheinlich. Weiß ich doch. Dann ist das hier, glaube ich, falsch, oder? Hier ist richtig. Ach, hier ist auch richtig. So. So. Mal sehen. So. So. Und den Rest müssen wir erstmal finden. Füge ich die 2 Dinger mal eben da unten ein. Wenn wir sowieso gerade hier sind. So, wer war denn das? Ich glaube, der Perser. Er hier, ne? Ja. Die erste Klinge. Und sie hier, ne? War das nicht sie? Ach, von ihr hatte ich das. Waren aber nur 2 Gräber, die wir gefunden hatten, ne? Ich glaub schon. Ja. Also, das heißt, 1, 2, 3, 4 fehlen noch. Okidoki. Also, die Kodexwand werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Die Assassinengräber aushebeln, da werden wir auch. Und die Glyphen. Das sind die Sammelsachen, die ich mir auf jeden Fall gedacht habe, dass wir die machen. Oder die sich lohnen. Die Federn finde ich jetzt nicht so wichtig zu sammeln. Das ist nicht so mein Hauptprioritätsziel. Oh, mir geht das auf den Sack mit dem. Der Maus, ja. Geh mal wieder in Weiß. Kommt wieder! Ihr wollt es, ich habe es! Ihr wollt es, ich fick dich, Maus. Was ist die Scheiße so teuer? Dann nächstes Mal, Signori. Mal sehen.
Eine Mäuschen. Oha, Alter, die hat mich abgeblockt. Sorry, Bro. Mehr als nein sagen kann sie nicht, ne? Das hat sie gerade. So, muss ich hier irgendwo hin oder muss ich wegreisen? In die Toskana, okay. In die Toskana. Gehen wir da oben hin, Nordtor. In der Toskana, da sind die ganzen Spanier. In der Toskana, da sind die ganzen Spanier. Alter, wie viele Ausrufezeichen, Quests und was weiß ich nicht alles hier ist. Die hat mir Assassinen gehabt. Assassino! Da muss ich hin. Erinnerungsanfang. Da unten gibt es eine Schlägerei. Mach Platz. Hier gibt es fantastische Heck. Metallarbeiten. Fantastische Metallarbeiten. Eine Zeit für deine fantastischen Metallarbeiten. Ich nutze nur feinste Wolle, Seide und Leder. Meine Kunst hält eine ganze... Hey, hattet ihr... Mehr hast du wahrscheinlich gar nicht. Der Körper ist hier. Behaltet, werte Freunde. Bringt eure... Hier oben irgendwo. Ja, okay. Aber einer von euch reicht verdammt nochmal. Ich Leute lauter aufheben. Oh, ich dachte, einer verdammt nochmal reicht. Ja, und du? Pardon, ich wollte nicht respektlos sein. Vergiss die Märchen über Ehre und Romantik. Mann, Mann, Mann. Ha. Ah, hier ist es. Guckt doch keiner. Gucken, ob einer guckt. Ein Assassino. Ein Assassino. 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 Er muss gestoppt werden. Den Tor de Grosa infiltrieren und darin versteckt, das darin versteckte Assassinsegel finden. Hup. Perfekt. Okay, muss ich hier hoch? Wait, what? Bestimmt hier an der Seite entlang, oder? Warte, hier an der Mauer. Ja. So, zack. So, das ist ja alte Mechanik, ne? Rote Punkte, what? Okay. Die Templer haben sich hier bereit gemacht. Dieses verdammte Pack. Den Weinkeller verlassen. Da kommt mir bekannt vor. Oh nein, hinterher! Wo zum Teufel? In welche Richtung ist er gelaufen? Ich bin nirgends hingelaufen. Schweig! Was ist los? Ich sehe gar nichts aus. Verdammt, ich verliere ihn. Sieht aus wie eine Spinne. Oh. Bleib jetzt hier, Junge. Lauf doch nicht so weit weg. Versuche dich schon die ganze Zeit zu ermorden. Das geht nicht. Das könnte aber gehen, oder?
Okay, das geht auch nicht. Wahrscheinlich muss mir erstmal hier einen richtigen Überblick schaffen. Ah, hier. Zack, zack, zack. So. Und hier an der Wand entlang. Hier hochziehen. Hier. Zack, zack, zack. Und rüber. Einmal ums Mac-Eck. Und hoch hier. Oh. Hier soll noch irgendwo einer sein. Hier hinter vielleicht. Ne, dann wahrscheinlich dort oben, ne? Drauf und what the hell? Sieht auch aus wie so eine Kathedrale, irgendwas Artiges, ne? Guck mal, hier hängen überall die Kunstwerke. Wieso kann ich die nicht mitnehmen, weil wir zu Hause aufhängen? Hier kommt ein Eccolo! Da! Was passiert mit der Kamera? Diese Kapuze. Hey. Eccolo! Verdammt! Entkommen! Ich seh ihn! Ah! Geht das noch? Oh, her mit deinen Augen. Aber ein nettes Schwert hast du. Damit kann ich, glaube ich, nicht klettern, oder? Glaube nicht. Ich hatte es gehofft, aber... Hier oben sind zwei, ne? Oder einer? Zwei. What the fuck? Kommt! Ich bin doch nur einer! Ja, das werde ich! Hier, du kriegst erstmal eins auf die Schnauze! Hier! Diesmal helfen euch! Ja, damit! Gib mir den Hammer her! So! Ah. Alter, der hat die Knie im Arsch wie immer! Kommt, ich bin doch nur einer! Alter, ich dachte erst, das wären so ein Siege, die... Ich war mir sicher, dass das funktioniert. Und während ich in der Luft war, dachte ich, scheiße, das funktioniert doch nicht. Und dann hat er sich festgehalten. Dann war ich froh, dass es doch funktioniert hat. Das war gerade innerhalb von einer Sekunde auf und ab in der Gefühle. Nicht mich runterschmeißen! Da ist er! Alter. Hätte er mich jetzt runtergeschmissen, wäre ich aber traurig gewesen. So. In weiser Voraussicht nehme ich schon mal die Wurfmesser in der Hand. Da mussten die auch alles klettern hier, wenn die ja bewachen wollten. Rundkurs zum Templer sein. Wenn du dich hochschaffst, hast du verdient. Tschüss. Oh nein, hinterher! Zack, der Wurf mit seinem Gesicht. Oh, zack, zack. Oh nein, bitte sieh mich nicht. Tut nicht. Da, wo ist der Lager? Auf ihn! Ich hab Angst, ich sehe nicht viel. Oh, her damit. Okay. Hier, tschüss. Kletter den Weg doch normal, mein Freund.
Oh, hier ist das heilige Licht der Maria, ey. Maria Magdalena. So, nur keinen falschen Sprung machen, Eti. Jetzt ist ganz gefährlich. Oder rechts rum. Okay, rechts. Hätte ich beinahe den falschen Sprung gemacht. Oh, das ist. Oh. Alter, das kann man nicht bringen, ey. Das ist zu gefährlich mit Ethio. Den Sarkophag öffnen. Oh, Geld. Erstmal muss ich meine Assassinen-Vorhaben. Meine Assassinen-Vorfahren. So. Berauben. Das Grab muss geplündert werden. Ist das hier eine Statue von Julius Caesar oder was ist das? Ja, mit deinem Siegel. Tschüss. Danke für alles, Vorfahre. Weiß nicht, was da passiert ist auf der Leiter, aber Hauptsache. Ich hab das Siegel. Der Rest ist mir egal. Ich habe ihn nur noch fallen gehört und und. Leichten Aufmerksamkeit auf eine Stelle lenken brauche ich doch gar nicht. Dafür habe ich doch da Geld. Kann ich hier direkt synchronisieren? Oder habe ich hier schon synchronisiert? Was muss ich? Ich hab gar nichts gemacht. Ich bin voll nett. Junge, sag mal lieber, dass ich. Ich bin jetzt einer der Guten. Was? No. Hier, Schnauze! Ich bin der Jagd am Sterben. Sonst ist ja nichts, ne? Fürs Erste? Was ist das denn? Ach, na ran. Was wisst ihr? Salvezio. Antonio Maffei hat sich auf dem höchsten Bau der Stadt verkrochen und schießt mit Bibelworten und Pfeilen. Der Mann hat offensichtlich den Verstand verloren. Außerdem hat er Bogenschützen um sich herum postiert. Die solltet ihr erledigen, bevor ihr euch nähert. Vielen Dank für den Hinweis. Attentat auf Antonio Maffei auf die Spitze eines Turms der San Gimignano oder Gimignano oder Gimignano. Gimignano? Fabi Monagno? Oh ne, ihr guckt die ganze Gruppe an, da kommt direkt so ein ganzer. Der ist ja schon hier direkt. Der Mörder ist hier. Im Märchen steht da so in der Masse, der Mörder ist hier. Und denkst du so, Bruder, ich wollte nur die anhören, was hier passiert. Einwurfmesser, perfekt. Da unten war ein Schmied. Ich bin auch ein Pfeifenreiniger, ne? Der ist auf der anderen Seite, kann das sein? Ich geh. Lass dich mal fallen, Ezio. Ein Geisteskranker hier. Munition, mein Freund. Ich brauche die Wurfmesser. Der Totschläger. Immer so ein kleines Stiletto. Verzeih, ich hätte nicht gedacht, dass ihr genug Geld habt. Boah. Das Glück bleibt nur
unser Helm. Und woher geht die Alter. Warum, fragt ihr? Weil ihr euch verirrt habt und eure Freiheit... Hört denn überhaupt einer, wenn der da rumschreit, prinzipiell? Ihr seid Marionetten, gelenkt von einer Börse, überzeugt von vergifteten Worten. Vielleicht schaffe ich es auch ohne, dass mich die Bogen kann ihr sehen. Ihr habt eure Würde verloren. Ihr habt den Glauben verloren. Ganz schön harte Worte. Sieht den Dämon an, um sich zu nähren. Und nähren wird er sich, während ihr in Ignoranz verloren seid. Wisset, dass gute Männer starben, um euch vor diesem Übel zu bewahren. Männer, die das Land retten wollten. Es reinigen. Betet mit mir, meine Kinder, damit wir gemeinsam gegen die Dunkelheit bestehen können. Falsche Richtung. Merkt auf, ihr Himmel. Ich will reden. Und die Erde höre die Rede meines Mundes. Du redest doch. Meine Lehre rinne wie der Regen. Und meine Rede riesele wie Tau. Wie der Regen auf das Gras. Und wie die Tropfen auf das Kraut. Denn ich will den Namen des Herrn preisen. Gebe unserem Gott allein die Ehre. Er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen. Denn alles, was er tut, das ist Recht. Treu ist Gott und kein Böses. Mit Gift. Geh fort, Dämon. Zeig dem Tod ein wenig Respekt, mein Freund. Dir zeige ich Respekt. Nein, das werde ich tun. Lass deinen Körper und deine Seele nun endlich ruhen. Requiescat in pace. So, erstmal wir klauen hier den Spacko. Was ja nichts, kein Wunder, dass du dich aufregst. So. Hui! So. Kannst du da unten da weiter deine Lehren predigen. So. Einer in der Nähe oder? Okay, da unten. Einer ist da hinten, der andere ist da ganz unten. Okay, verstehe. Nein, bitte! Ich bin ein Da bin ich nur außerdem angerannt mit WTF. In die falsche Richtung gelaufen. Aua! Das ist mein Bezirk! Und ihr solltet. Ich weiß nicht, was der für ein Problem hat. Hat falsch gegessen oder so. Oh verdammt, das ist eine gefährliche Ecke hier. Das ist sie wirklich. Deswegen rate ich euch schnell wegzugehen hier. Hier sind laufen nur Verrückte rum. Weg! Hilfe, ich hab Stalker! Auf Platz, ich hab Stalker! Weg da! Platz machen, weg! Mal Ladies. Schade, ich dachte, ich schaffe es. So ein Irrer. Ich werde dich vierter. Wo sind eure Eier hin? Und ihr wollt Männer sein? Was? Willst du mich? Ja. Wenn du so viel Eier Schnauze, alter Knacker, ja. Hey, Zio. Das wurde aber auch Zeit. Wir haben Bernardo Baroncelli gefunden. Gute Nachrichten. Sagt mir, wo er ist, dann werde ich mich um ihn kümmern. Das ist das Problem. Lorenzo ließ ihn schon vor Tagen festnehmen, als er uns aus Konstantinopel überstellt wurde. Doch er konnte fliehen. Wir glauben, dass er sich in San Gimignano befindet. Va bene. Mal sehen, ob ich ihn festnageln kann. Wie könnt ihr mit Erfolg rechnen, wenn wir alle versagt haben? Ich habe andere Möglichkeiten. Gimignano, okay. Bernardo... Warum Kelly befinde, erfinden und eliminieren? Ja, sicher, na klar.
bin besser in dem als in dem, was ich tue, als in dem, was ihr tut. So. Lass aber ich hier fangen. Tja, das hat er jetzt davon, dass er recht hatte. Hat ihm nicht viel gebracht. Ich höre ihn doch schon. Da unten. Oder die Fährte. Oder wird verrückt. Abgelenkt. Getötet. Alles wird gut. Das wirst du nicht. Hä? Oh, das werde ich. Requiesca Tempaci. Ich wusste, dass ihr kommt. Wo ist Jacopo? Damit ihr ihm tun könnt, was ihr mir getan habt. Noch habt ihr Zeit, euer Gewissen zu reinigen. Wir treffen uns bei der Kirche, wenn ein Treffen einberufen wird. Es tut mir leid, dass es so kommen musste. Requiescat in pace. Hätte ich wenigstens eine Hose anziehen können. Ich kann gar nicht genug von euch mitnehmen. Wer ist der Nächste, der sterben möchte? Das ist ein Kampf. Probiert es. Tötet ihn. Was? Aua. Oh, hey, ich war gerade dabei, dem Kollegen die Kehle aufzuschlitzen. Eck. Ja, dich kennt nur keiner, ne? Ah, der tritt mir voll in die Eier. Zack, zack. Wer ist der Nächste? Der große Assassinentöter, hä? Mit der Klinge deines Freundes. Ein Assassine wurde innerhalb unserer Mauern gesichtet. Vertraut den Wachen und zögert nicht. Er muss. Hör auf zu reden. Damit will ich nichts zu tun haben. Jesus, verschone mich! Jesus, verschone mich! Ja, fuck, ist hier passiert? Bene, bene. So, dann da unten hin. Ich bin ja sowieso fast an dem Ausgang hier. Passt ja gut. Oh! Ich habe die falsche Taste gedrückt, tut mir leid. Ich wollte eigentlich mich da durchhauen. Also so durchboxen. Komm schon. Her mit dem Hammer. So, Eccolo! Da vorne müssen wir am Pferd stehen, oder nicht? Ja. Auf in die weiten Welten. Früher kam mir das im Massiv vor, ne? Und ich heute so das Vergleich mit Valhalla. Alter, die Hälfte mein Auge juckt. Also die Welt hier, die Open World. Da ist das ja nichts mehr im Gegenzug, ne? Also die früher hat man sich echt, da ist man sich vorgekommen, ey, boah. Das ja, dauert ja ewig, bis man da angekommen ist. Weißt du, die 200 Meter. Heute reite 700 Kilometer nur, um mit der einen Person zu reden. Ah, da seid ihr ja. Hört, wir haben Stefano da Bagnone gefunden. Folgt einfach dieser Straße und ihr kommt zu dem Kloster, wo er Obdach sucht. Wartet, bevor ihr aufbrecht, nehmt dies. Benutzt es, um eine Ablenkung zu kreieren. Mein Dank, Freund. Die Abteile infiltrieren und Stefano da Bagnone eliminieren. Habe ich bekommen von ihm. Ach, eine Rauchbombe. Da halte ich mich besser raus. Warum passiert das eigentlich immer nur mir? Was treibt einen dazu, sich so? Oh nee. Natürlich, eine Frau. Sind hier oben geschützte Schafmänner? Lasset uns beten, Bruder. Beten? Wofür
für den betenden Schutz des Herrn. Wenn ihr denkt, dass der Herr sich für unsere Angelegenheiten interessiert, dann werdet ihr euch wundern. Ach, der ist da unten an der Ecke, ne? Täuscht euch doch weiter selbst. Es hilft, die Zeit zu verlieren. Gottes Westerung. Nein, nur die Wahrheit. Die Existenz des Herrn anzuzweifeln, ist die einzige rationale Reaktion, wenn man mit der Aussage konfrontiert wird, dass da ein unsichtbarer Verrückter in dir ist. Und glaubt mir, wenn eure Bibel irgendetwas wert ist, dann hat der völlig den Verstand verloren. Wie könnt ihr so reden? Ihr tragt das Priestergewand. Jetzt werde ich sehen, wer recht hatte. Wo ist Jacopo? Ich habe wohl nichts mehr zu befürchten. Sie treffen sich im Schatten der römischen Götter. Alle Angst seid ihr genommen. Requiescat in pace. Ich bin doch noch gar nicht aufgestanden. Gib mir dein Schwert. Komm schon. Seid nicht schüchtern. Da. Dafür wirst du bluten. Ja, aber mit deinem Blut. Oh weh. Daran will ich nicht teilhaben. Alle Verrückte, alle Verrückte. Ich muss weg von hier. Warum? Latu, da ist er. Auf ihn. Komm schon her. Komm schon. Bald wird nichts mehr zack. Von der Graf übrig. Ich nehme so viele mit von euch, wie ich kann. Ah, ah. Bitte. Ja. Keiner wird hier entkommen. Nicht solange ich hier kämpfen kann. Und du willst mit Deutsch sterben? So, das Pferd steht noch da. Perfekt, geil. Braucht man nämlich 500 Meter, ist dann doch eine gute Nummer. Platz machen, Gesinde. Ich werde krass gesucht, ne? Shit. Muss ich ein bisschen im Auge behalten. Weg da, Glatzkopf. Ja, ich bin Feldarbeiter. Was passiert? Warum kommt der Pferd an? So. Hier drüben, Ezio. Bringt mir die Kranken und Verwundeten. Nicht in hier. Mein Freund. Hier drüben, Ezio. Wir haben Erzbischof Salviati aufgespürt. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Nehmt einige meiner Leute. Nutzt sie, um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Ah, meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Die Wachen der Villa mit Hilfe von Mario sollen dann überwältigen und Francesco Salviati eliminieren. Exzellent. Oha, da kommen sie direkt, ey. Holy shit. Ich sehe euch, Assassine. Was? Diese Mauern haben 100 Jahre gestanden und sie sind weiter um 100 Jahre stehen. Hört auf, das Leben eurer Männer zu verdorben. Verschwindet hier. Ihr werdet hier. Oh, Alter, voll im Rücken gestochen. Hier. Man hat mir einen Krug besten Chianti für euren Kopf geboten. Hört euch mit denen. Diese, oha. Was ist? Hey, sind die anderen verschwunden? Was ist denn das für ein Scheiß?
kämpft, meine wackeren Kameraden. Ein paar letzte Worte. Gib mich sofort frei. Hast du noch ein paar letzte Worte, du Drecksack? Lasst es sich spüren. Ein bisschen Dampf ablassen. Für all die Jahre, die ich euch ertragen musste. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ach, eine Mauer selber, ne? Töte sie! Guten Tag, der Herr. Beachte mich einfach nicht. Perfekt. Ich habe euch gewarnt, Assassine. Ihr hättet besser zugehört. Wo soll der Heini denn sein? Seid bereit, Männer! Der Assassine ist da! Ich muss irgendwie das Tor öffnen. Zack! Das Tor öffnen. Ihr seid erledigt, Assassine! Hört ihr mich? Erledigt! Ihr Templer, ihr singt alle das gleiche Lied. Denkt ihr, ein paar Söldner machen mir Angst? Verstehe ja schon. Das sollten sie. Soll ich eure Überreste an diesen Säufer Mario senden? Aber warum? Er wird euch sowieso nicht mehr erkennen können. Das ist ein toller Plan. Unsinn erzählen, bis ihr eure Männer in den Tod schickt. Der wurde... Wo ist Jacopo? Er weiß, dass ihr ihn sucht. Er kommt nur in der Dunkelheit, um die anderen zu treffen. Das ist die Antwort auf wann. Jetzt zum Wo. Der Glaube sollte Trost bringen. Nicht Schmerz. Requiescat in pace. Geht's dir gut? Der hat es schwer. So, hier komme ich auch raus, ne? Ja. Brauchte das Tor gar nicht öffnen. Da steht noch mein Pferd, sehr gut. Ich befreie dich mal von dem Elend, ne? Reicht ja jetzt auch hier. So, nachdem alle ermordet wurden und der Anführer auch. Scheint doch kaum mehr zu jucken, für wen die da Wache stehen. Oh, ich Platz machen. Weg da. Doofe Drecksau. Wegen dir ist mein Pferd gestolpert. Da kannst du mir so viel Höchstchen zeigen, wie du willst. Du kriegst nur einen auf Schnauze, zack. Und ich prügel die Scheiße aus hier raus. Weg da! Muss hier weg. Ich will ja nichts von dir. Was ist das? Ist das nicht verboten? Ich will nie raus. Gib mich vor. Seht ihr, was passiert, wenn man über mich redet? Kleines... Du bleibst hier. Das passiert, wenn man über mich redet. Mann, du! Bleibst jetzt hier, hab ich gesagt. Greif ihn! So, das passiert, so. Verdammt nochmal. Solange du nicht über mich redest, wirst du auch nicht sterben. Ruhe. Avanti! Traut euch! Vogliamo aprire le danze! Nein! Schlitzt ihn auf! Normalerweise benutzt man die, um sie gegen Leute Merda. Zu Merda! Merda! Mal, wieso schlagen die mal zu, wenn ich ja beleidige bin? Dann können die ausreichen. Merda! Ja. Oh, du stehst mir zu lange da rum. Mach Platz. Ich kann dir Gott auch nicht mehr helfen.
Hier, deine Leder kannst du dir sonst noch hinstecken. Noch so ein Spruch, Nasenbruch, ne? Hat nicht eine Note gespielt, Alter. Richtig. Komm, schmeiß Arrigo von der Bettkante. Ich komm mit dir nach Hause, Schätzchen. What the fuck? Das war gar keine Absicht. Das, komm, ich kämpfe lieber dann. Solange wir die mich verfolgen. Ja, genau. Ja, hast du die ganze Bagage mitgebracht, ne? Hier, so. Ja. Ich glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. Könnt ihr mich jetzt mal in Ruhe lassen? Danke.